Einen schönen guten Abend, Freunde des US-Handels. Wir haben hier kurz vor 16 Minuten vor 18 Uhr Xetra schon zu hier in Deutschland, aber der US-Handel floriert natürlich zusehends. Und den S&P 500 hatten wir heute schon, jetzt laufen wir mal hier auf dem JFD-Desktop direkt auf, hier in einer Analyse schon unter die Beschau genommen, nach dem Motto, da hat sich doch hier ein Stück weit Aufwärtspotenzial zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich hier das Level 2268 als Triggerpunkt. Man hat auch hier immer sehr schön hier die Zonen gesehen, wo es wieder Price Action gab. Dieses Level fungierte auch tatsächlich als schöne Triggerzone, wie wir das jetzt feststellen werden, wenn wir uns den Live-Chart hier anschauen. Denn tatsächlich hier mit der Kerze, die sich hier 13 bis 14 Uhr erhob, haben wir hier einen schönen Ausbruch gesehen. Aber das eigentliche Ziel 2274 Punkte, 66 wurde knapp verfehlt und das eben auch im vorbörslichen Geschäft. Ich hatte hier die Fuzzy-Vektor-Logik im Prinzip heute auch schon in den Preisschart hier mit eingebaut, eben hier mit diesem bullischen statistischen Pattern. Und ja, dieses Niveau, wie gesagt, wurde knapp verfehlt, aber der vorbörsliche Impuls, der enttäuschte nicht. Jetzt darf man mal gespannt sein, ob der Close hier im Bereich 2271 dann erfolgt. Letztlich wichtig. Und deswegen machen wir die Sendung, wie angekündigt, eben auch jetzt nochmal just live am Markt. Ziel wurde verfehlt. Hier jetzt praktisch ein schöner Pullback. Und jetzt wird die Gretchenfrage sein, ob der Index sich eben hier stabilisiert, man sozusagen eine zweite Chance bekommt. Tatsache ist, im Bereich 2268 Punkte ist der Index jetzt hier supported, will ich mal sagen. Wir machen jetzt mal über diese horizontale Widerstandszone jetzt hier so ein grünes Band aus. Widerstand wurde sozusagen Unterstützung und jetzt kommt es darauf an, was der Index macht. Wir sehen, wir laufen auf dieses Niveau zu. Wenn er sich hier stabilisiert, kann das eine Chance sein, die heute den Index wieder nach oben zieht, um dann vielleicht doch noch die 2274 Punkte zu attackieren. Tatsache ist, er sollte sich jetzt, genau jetzt stabilisieren. Er kommt zwar auch hier aus dem überkauften Bereich nach unten, aber ein Stochastik-Oszillator bzw. eben der Oszillator hier selbst nicht unbedingt immer förderlich, um jetzt hier ein großes Sell-Signal auszuwerfen. Tatsache ist, wir kommen aus dem überkauften Bereich nach unten. Wenn er sich jetzt hier stabilisiert, stehen die Chancen gut, dass wir doch noch nach oben laufen können und zwar eben jetzt exakt jetzt. Viel tiefer sollte er nicht gehen, obgleich es auch ein Pullback an diese eigentliche Trendlinie geben könnte, aber zugegebenermaßen das eigentliche Level ist 2268 und genau da sollte er sich jetzt fangen. Ansonsten müsste man hier von tieferen Rücksetzern ausgehen, die in den Bereich 2262 führen könnten. Das wäre dann praktisch das nächste Sprungbrett-Level, natürlich ein Stück weit weg, aber auch von diesem Niveau ausgehend hier dann die Chance nach oben zu drehen, theoretisch. Was nicht passieren sollte, ist, dass der Bruch dieser Aufwärtstrendlinie hier, ein Bruch dieser Tiefs vom Vortag, wenn das geschehen sollte, sind wir relativ schnell dann nochmal gute 10 Punkte tiefer und dann gehen wir hier auch in das Support Level 2254. Das wäre definitiv anzunehmen, wenn der Index sich jetzt nicht stabilisiert. Wie gesagt, Plan A favorisiert das Szenario auch aufgrund des positiven Wochentages, den wir heute haben und auch morgen insbesondere haben werden. Der Bias hier sozusagen, dass er schnellstmöglichst dreht. Jetzt sehen wir, hier gehen wir deutlich schon unter die 2268. Wird das gestrichelte Szenario eine Möglichkeit werden? Ja, sollte, wie gesagt, auf keinen Fall so tief laufen, der Index. Das wäre definitiv unschön. Hier ein Pullback im Prinzip an die Trendlinie würde jetzt reichen, aber wir sind nicht im Wünsch-dir-was-Konzert. Tatsache ist, er setzt jetzt schon zu tief zurück. Jetzt die Stunde schließt in 6 Minuten. Wenn der Index sich jetzt hier stabilisiert, sieht es eigentlich noch relativ green aus, sodass das was werden könnte. Aber grundsätzlich, die Verkäufer üben jetzt hier mal anständigen Druck aus. Man darf gespannt sein, ob der Index sich hier von berappelt. Tatsache ist, das Anfangssetup sah ganz gut aus. Letztlich deutet sich jetzt hier an, dass der Index wohl doch nicht die 2274 anläuft. Wenn er sich nicht stabilisiert jetzt, dann dürfte man hier ein Rumgeplänkel wohl jetzt erwarten zwischen 2268 und 2262. Dass er heute hier nach unten wegsackt, das sehen Sie auch im grauen Pfeil, ist das die unwahrscheinlichste Variante, das unwahrscheinlichste Szenario, was ich hier sehe. Blau ist zu favorisieren, also Stabilisierung kürzer, im Worst Case noch ein Ausrutscher nach unten, aber dann auch wieder nach oben gerichtet. Warum? Weil morgen eben auch ein bullischer Wochentag zu erwarten ist. Und eben hier die Saisonalität, ich habe es Ihnen hier nochmal beigefügt, mit Blick auf den Jahresabschluss, eigentlich nur eins kennt.
Und das ist der steile Weg nach oben. Na klar, gibt es Ausnahmen. Natürlich ist die Saisonalität auch kein heiliger Gral. Aber grundsätzlich haben wir hier positiven Rückenwind. Und technisch, wie gesagt, sieht es so aus, als hätte der S&P 500 Index auch für dieses Jahr wohl sein All-Time-High noch nicht gefunden. Wir wissen es alle nicht, aber spannend ist es allemal. Insofern sage ich an dieser Stelle auch mal vielen Dank fürs fürs Einschalten zu dieser doch schon fortgeschrittenen Stunde. Wenn Sie mögen, wie gesagt, die Däumchen gehen bei YouTube in der letzten Zeit immer mehr nach oben. Das ist wunderbar. Das freut uns auch, dass wir immer mehr Follower haben, immer mehr Anhänger, auch immer mehr Anhänger an diesem Desktop. Und glauben Sie mir, es wird nächstes Jahr noch einiges mehr geben. Also insofern bleibt spannend. Prüfen Sie immer den Broker der richtigen Wahl. JFD hier mit purer Transparenz ganz vorn dabei. Wir handeln niemals gegen Sie. Das ist wichtig zu wissen. Und insofern wünsche ich Ihnen mit diesen Worten einen schönen Feierabend, wenn er denn dann kommt. Wenn Sie die US-Session noch handeln sollten, dann toi, 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 dass der S&P hier doch noch ein Bullish-Setup hinlegt. Spannend bleibt es allemal. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.